Herzlich willkommen zurück zu Autonauts vs. Pirate Bots und ich hoffe, diesmal überziehe ich nicht, denn ich habe noch einiges zu tun heute. Aber das Spiel ist halt so eine Zeitmaschine. Ja, man setzt sich dran und schwupps sind irgendwie Stunden vergangen. So, also, wir kriegen neue Forschungsaufträge. Schauen wir doch mal, was hier steht. Lux. Oh. Operation. Strenge Hand abgeschlossen. Wir dürfen jetzt. Was? Wir dürfen jetzt. Dürften jetzt. Nee, dürfen? Wir dürfen jetzt alles haben? Um den schrecklichen Robopiraten und seine Crew zu besiegen. Viel Spaß beim Retten der Welt. Okay, ich habe jetzt quasi alles gelernt, ja? So. Ich hätte gerne eine neue Armee. Angriff. Hm. Erstmal hätte ich sie gerne alle wieder hier. Das auch mal bestätigen muss, ne? Das ist ein bisschen. Macht mal. Ich habe Baby gefunden. Oh. Klasse, du hast zum ersten Mal Bevölkerung gerettet. Okay. Gunsthotel. Biete gerettete Bevölkerung eine Unterkunft, um ihre Gunst für Reparaturen zu nutzen. Baue ein Gunsthotel, um Bevölkerung unterzubringen und sorge für ihre Zufriedenheit. Eine glückliche Bevölkerung erzeugt Gunst, mit der du Bauwerke reparieren kannst. Okay. Versorge die Bevölkerung mit Nahrung, um ihre Zufriedenheit zu erhöhen und mehr Gunst zu erhalten. Eieiei. Kann ich hier wegstecken? Nee. Okay, also ich bringe ihn jetzt erstmal hier hin, damit ich weiß, wo er liegt. Eventuell könnte ich das hier auch zum Hotel ausbauen. Oder hier oben oder so. Weil ich muss da ja eine völlig neue... völlig neuen Warenkreislauf anbauen, anlegen. Okay, also wir haben jede Menge neuen Kram gelernt. Ich guck mal, ob wir ein neues Tutorial haben. Das ja, haben wir, neue Aufträge. Da machen wir doch am besten mal weiter. Also, Programme teilen. Ja, das haben wir doch jetzt schon gemacht, oder? Das kommt jetzt. Jetzt kommt das. Das ist eine sehr seltsame Reihenfolge. Pfeife auf die Aufmerksamkeit. Klinge auf Roboter. Ja, das habe ich jetzt so. Ohne zum Teilen. Da das Programm jetzt in der Roboterdatenbank befindet, kannst du es mit anderen Robotern teilen, um... ich zeige dir, wie das geht. Ja, okay. Stelle zuerst einen neuen Fußsoldaten her. Das habe ich schon getan. Gut, pfeife jetzt in die Aufmerksamkeit. Komm. Wähle die neuen Fußsoldaten aus. So, dann klicke ich darauf. Mit Programm verbinden. Und starten. Okay. Beide Roboter sind jetzt mit dem selben Programm verbunden. Wenn du das Programm eines Roboters veränderst, änderst du es auch das der anderen. Allerdings erst, nachdem du den Roboter angehalten und neu gestartet hast. Ah, das war vorhin das Problem. Ich muss einmal die Gruppe anhalten und wieder neu starten. Wieder was gelernt. Okay, sehr gut. Haben wir das abgeschlossen. Gute Arbeit. Du hast alle Tutorials des einfachen Feldhandbuchs für Verteidigung abgeschlossen. Hier ist dein offizieller Stempel. Nutze dein Wissen im Kampf gegen alle Piratenroboter. Truppen des schrecklichen Roboterpiraten. Piratenroboter-Truppen des Roboterpiraten. Viel Glück. Okay.
So, gibt's noch was Neues? Nein, wir sind jetzt erstmal auf uns allein gestellt. Ich guck mal, was wir hier noch haben. Eieieiei, okay, okay. Vertraulich, das haben wir noch nicht. Haushaltsführung. Hier habe ich alles abgeschlossen, ne? Genau, was wäre hier? Achso, ich fange jetzt erstmal an, dieses komische Hotel zu bauen. Ich glaube, das ist jetzt der nächste Schritt. Deswegen blinkt das jetzt auch ganz aufgeregt. Holy Mother, ist das groß. Gerade unschlüssig, wo ich das hinstelle. Ich glaube, erstmal stelle ich es hier hin, um es bauen zu können. So. Vier Stämme. Eieieiei. Acht Bretter, acht Befestigungsstifte. Das wird jetzt einen Moment dauern. Könnt ihr wirklich mal einen Bautrip zusammenstellen? Das mache ich dann aber auch in der Aufnahmepause und dann zeige ich euch quasi, wie ich das gemacht habe. Denn im Endeffekt funktioniert es genauso mit den Schildern. Ich werde dann vier, fünf Roboter nehmen, die alle an ein Schild gekoppelt sind. Und jeder einzelne hat dann die Aufgabe zu checken, ob in dem Bereich eine Blaupause ist. Und wenn ja, soll er da halt seinen Kram reinschmeißen. Das Problem ist nur, dass sie halt auch immer nur, dass sie echt nicht viel tragen können, ne? Es gab andere Roboter später bei dem ursprünglichen Autonauts, die mehr tragen konnten. Zwei, ich stelle es erstmal hier hin. Die konnten dann zum Beispiel zwei Stämme auf einmal tragen und so. So, wo haben wir hier das Baby? Da. Mit dir. So. Also, der braucht Beeren. Ja, damit müssen wir jetzt fast schon anfangen, ne? Was habe ich denn hier für neue... Ich muss erst mal gucken, was ich für neue Sachen habe. Ich kann neue Forschung anfangen. Das ist auch in Ordnung. Aha. Aha, aha. Warnung. Einige Bestandteile sind nicht sind noch gesperrt. Okay. Das ist schade. Was haben wir hier Neues in der Schmiede? In der Waffenschmiede? Einfaches Reparaturpaket für Bauwerke. Aha. Ja. Dafür brauchen wir erstmal Gunst. Ich habe jetzt immer noch... Sehe jetzt... Ah, hier oben sehen wir die Gunst. Okay. Das ist voll. Worin lagere ich denn die Gunst? Kommst du direkt hier rein? So, ich gucke gerade mal, ob ich hier irgendwo Beerenbüsche finde, weil dann fangen wir mal an, einfach eine Art Beeren... Hier sind Beerenbüsche, sehr gut. Ich brauche eine Schippe. Nein, nein, warte, ich brauche einen Gräber. Das machen wir folgendermaßen. Und zwar brauche ich wirklich eine Schippe und mache dann ein Beet. So. Ich bin ja... Ich habe ja schon ein paar Roboter und dann kann ich das Programm ja quasi teilen. So. Wir machen jetzt hier ein Beet neben das Hotel und zwar mit Beerenbüschen. Ich mache hier jetzt so ein... Huch, das ging aber schnell. Ich mache hier jetzt so ein 2, 3, sagen wir mal 4x4 Beet. Kann ich eigentlich schon Dreschflegel herstellen? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß ja, vielleicht reicht auch ein 3x3 Beet, sollte auch reichen erstmal. Kann man auch noch vergrößern. Und dann nehme ich mir einen neuen Roboter, der dann quasi überall Löcher machen soll und dann hier drauf bezogen. Und dann werde ich ein Schild hinstellen, nämlich.
Und dann ziehe ich einfach alle Roboter, die ich in das, die sich um die Beete kümmern sollen, auf dieses Schild. Das wird super. Und ich werde mich zwischendurch ungefähr überhaupt nicht verlaufen. Ganz und gar nicht. Nichts wird passieren. So. Jetzt heißt es erstmal ganz krank. Ich weiß gar nicht mehr, was ich mit dem Torf machen konnte. Aber erst einmal müssen wir beiseite räumen. So, ich baustellenmäßig erstmal zur Seite räumen hier. Auch in der Nacht schon anfangen zu bauen. Oh. Also ich hätte jetzt natürlich auch sagen können, okay, ne, also ich hätte auch schon einen Roboter das für mich machen lassen können. Aber das ging jetzt auch so schnell genug. Ich bin mir noch nicht sicher, ob 3x3 reicht. Aber okay, was soll's. Also. Machen wir denn hier den... Lochgräber. Ich guck mal gerade. Wir haben hier den Farmer. Der Farmer. So, dann haben wir hier den Dreschflegel, Getreide, Getreidesaat. Ach so, nee, der macht das ja... Ja, okay, müssen wir es doch mal... So. Okay. Alexa, stopp. Oh, ja, da haben wir Alexa rein hier, ne? Wir haben ja hier noch jede Menge von den Bären. Die stecken wir mal weg. Wo haben wir denn hier einen Roboter? Da haben wir einen Roboter. So. Du, mein Freund. So. Ich brauche erstmal ein Schild. Kommt man das hier schon bauen? Muss ich das irgendwo anders machen? Ja, mein Schild war, glaube ich, hier in der normalen Werkbank, kann das sein? Dazu brauche ich erstmal wieder eine Werkbank. Mein Gott, das wäre der eins nach dem anderen. Generell empfiehlt es sich, glaube ich, immer so Sachen sich selber herzustellen. Also für sich selber auch einmal zu haben. Damit man nicht immer die Automatisierungssache stört, indem man es umstellt. Das ist ja, ne, wenn ich jetzt an eine andere Werkbank rangehen würde, würde ich ja die Automatisierung stören. Das wollen wir ja nicht. Apropos. Ich brauche noch einen Stock. So. Jetzt schau mal, was wir hier nicht alles haben. Einfache Fackel. Aha. Gutes Schild. Oder ist denn das gute Schild? Roboter-Suchbereich, Was? Stelle einen Roboter-Suchbereich ein. Drücke Z, wenn du das Schild in der Hand hältst, um es zu bearbeiten. Okay. Gibt es da noch normale Schilder? Wollte nicht zwingend gutes Schild. Und den muss ich unbedingt bauen, denn dadurch habe ich mehr Platz, kann ich mich schneller bewegen. Gut, dann brauche ich ein Pfahl und zwei Bretter. Okay. Machen wir das so. So, jetzt hätte ich gerne das Schild. Muss ja irgendwo ein Schilderwald oder sowas hinstellen. Ich stelle es jetzt einfach mal hier hin. So, Z war das. Bearbeiten. So. Beeren. So, jetzt soll nicht an den Bereich gekoppelt werden. Und zwar... So, kann das hier sehr gut hin. So. Das ist ja... So, dich nennen wir den Lochbuddler.
Das machst du unendlich. Und dann muss ich hier nochmal kurz einstellen, wenn deine Hände leer sind. Dann wackelst du hier rüber und mobst dir eine neue Schippe. Genau, so. Ich überlege gerade, ich finde dort Erde. Geile Gegenstand verwenden. Das ist halt das Problem, wenn er das nicht machen kann, dann wird er hier festhängen, glaube ich. Das muss ich hier in die Endlosschleife machen. Es sei denn, er kann es nicht machen, dann springt er hier rüber. Genau, so. Und das würde ich gerne hier. Auf das Schild beziehen. Genau. Ich würde mir gerne angucken, aber ich habe Schwierigkeiten, ihn anzuklicken. Okay, so genau. Also geht jetzt hier, buddelt, buddelt, buddelt. Okay, das haben wir jetzt. Perfekt. So, dann haben wir. So, jetzt muss ich mal gucken, ob wir schon einen Dreschflegel herstellen können. Ja, können wir schon. Okay, das heißt, ich brauche eine neue Werkzeugmacherei. Sagt man ja so. So heißt das. Einfache Werkbank. Ich würde das gerne irgendwann zusammenstauchen. Auch das muss ich mal in der Aufnahmepause machen. Das mache ich immer zwischen den Tagen. Also ich nehme immer zwei Folgen auf einmal auf. Und dann mache ich immer zwischen den Tagen immer so den ganzen Kram. Ich sage, das muss ich mal machen. Ich muss ja nebenbei ein bisschen arbeiten. Streams laufen auch noch. Apropos, falls jemand mal beim Stream reinschauen möchte. Wir spielen gerade viel Dinkum. Ihr seid herzlich eingeladen. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, twitch.tv/Christulu. Aber ich weiß, dass Christulu vielleicht nicht immer ganz so einfach zu schreiben ist. Und würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen mal sehe. So, aus dem machen wir einen Dreschflegel. Du bist der Flegelhersteller. So. Und du hörst mir zu, okay? Du nimmst hier, gehst hier hin. Nimmst den Stock. Das machst du zweimal. Oder? Mal zwei. Bei dem Spiel, also bei der Version des Spiels, bei finde ich, merkt man doll, dass es hier nicht mehr darum geht, sich die richtigen Skripte zurechtzuknobeln. Auch, ja. Aber bei dem anderen ging es eher darum, die Skripte zu optimieren. Also zu sagen, okay, ich habe jetzt nur 12 Kilobyte frei und ich muss versuchen, das irgendwie möglichst gut da rein zu kriegen. Und das ist hier nicht mehr. Jetzt hat man hier einfach so viel Platz in den Hirnen der Roboter, dass man sich darum eigentlich kaum noch Gedanken macht. Irgendwie, ja, wie optimiere ich jetzt ein Skript? Wenn ein Skript nicht funktioniert, funktioniert es halt nicht, ne? So. Und du darfst. So, jetzt haben wir hier nämlich den Dreschflegel. Was sehr praktisch ist. Ich
schmeiß hier mal mein Werkzeug hin. So, jetzt haben wir nämlich jemanden, der muss immer zu die... Oh, nee, warte mal, ich brauche hier das noch. Der muss ständig die Büsche hauen, die Büsche klopfen. Und das ist halt so ein Ding. Jetzt überlege ich gerade, den brauche ich eigentlich nicht mehr zwingend hier, ne? Also den Lochgräber nicht zwingend. So, wir sagen jetzt, die wollen Beeren, ne? Genau, eine Beere und zwei. 500 kann maximal da rein. Das wird jetzt noch ein bisschen hin und her gehen hier. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 10 Minuten. Okay. So, dich machen wir zum Buschklopfer. So. Also, wenn die Hände leer sind, dann wackelst du hier hin und nimmst den Dreschflegel. So, und dann gehst du nächste Fundart für den Busch und haust den. Und dann machen wir, gehen wir nämlich auf die Beeren. Genau. Haben wir das schon mal. So, das machst du unendlos. Endlos und überspringst es, wenn es nicht mehr kannst. So. Dann brauche ich eine neue Kiste für die Bärensammler. Und zwar, das müssen wir schnell noch machen. Ich hoffe, ihr kommt mit halbwegs. Falls nicht, bitte in die Kommentare schreiben, was ich da gemacht habe. So, hier brauchen wir mal ein Bärenlager. Ich glaube, hier werde ich den ersten Weg hinstellen. So. Was brauchen wir? 4 Bretter, 4 Pfähle. So, jetzt brauchen wir natürlich noch einen Roboter, der die Bären sammelt. Ich überlege bloß, ob ich das auf den mache, aber ich glaube, hier werde ich mir das Programm. Werde ich mir speichern nochmal. Obwohl, den Lochbuddler, vielleicht werde ich den einfach so behalten. Dann habe ich schon mal einen, der immer hochbuddelt, wenn ich irgendwo mal wieder was machen muss. So, genau. Hier kommen dann die... Jetzt brauche ich nicht den. So, du bist der Bärensammler. Du? Der Ehrensammler. Oh ja, das auch schon. Bärensammler, so. Du sammelst es auf und bringst es dahin. So. Nächster Fundort, genau. Bewegen zu Ziel, aufnehmen Ziel, bis die Hände voll sind. Bewegen zu Dings. Bewegen zur Truhe. Bis die Hände wieder leer sind. Das machst du bitte endlos. Genau, nächster Fundort Beeren. Beziehen wir jetzt aber auch auf die Beeren, genau.
So. Oh, jetzt fällt mir noch was ein. Wenn du die Hände nicht voll malen kannst, ja, dann mach bitte. So, er sucht, er findet nichts. So, jetzt brauchen wir noch einen Bärenpflanzer. Und zwar dich. Bärenpflanzer. So. Du nimmst dir das hier. Und stopfst es da rein. Genau. Ja, das war's dann. Löcher findet er dann ja eh nicht und dann nutze ich das alles. So, jetzt läuft das Ganze erst an, wenn hier Beeren drin sind. Das heißt aber, dass ich da ein bisschen nachhelfen muss, weil der Busch braucht eine Weile zum Wachsen. Und ehe da nicht die Büsche gewachsen sind, kann da auch die Produktion nicht anlaufen. Deswegen will ich ja wenigstens ein bisschen was schon anfangen. Sobald die ersten Büsche dann da, genau, jetzt sobald die ersten Bären gewachsen sind, werden die geklopft und aufgenommen. Hoffe ich. Boah, sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Bei ihm bin ich gerade sicher, aber Moment. Also nächster Fundort für Bären, genau. Vegetier. Genau. Ja. Dann bis die Hände voll sind, Bären aufnehmen. Der bewegt sich zu den Bären. Ja doch, eigentlich ist alles richtig. So. Und jetzt brauchen wir noch den Lieferanten. Den nennen wir Lieferando. Lieferando nimmt sich ja Bären hier raus, wenn möglich. Was nicht funktioniert. Ja, ärgerlich, okay. Weil da noch keine Bären drin sind. Dann muss ich da ein bisschen nachhelfen kurz. Okay, warum? Was ist dein Problem? Warte mal, hast du irgendwas in der Hand? Nächster Fundort für Bären. Bewege zu Ziel, aufnimm Ziel. Bis die Hände voll sind. Ist eigentlich alles richtig. So, warum? Warum funktioniert es jetzt nicht? Ich bin gerade. Du sollst es doch überspringen. Moment. Warum überspringt er das nicht? Er fängt mal wieder von an.
Jetzt bin ich gerade eigentlich. Also er soll Bären aufsammeln, sich den Bären hinbewegen, soll die Bären aufnehmen, bis die Hände voll sind. Und dann soll er sich zum Stauraum Bären bewegen und bis die Hände leer werden, das ablegen. Irgendwie überspringt er das nicht, ne? Ich glaube, einen Denkfehler, ich glaube schon. Muss ich so machen? Oh, tatsächlich. Okay. Verzeihung. Ja, wahrscheinlich hat der eine oder andere jetzt schon den Dings angeschrien. So. Also hör mir zu, du nimmst das da raus. Also nochmal, du nimmst. Okay, was genau ist jetzt das Problem? Wenn man mal eben schnell was machen will, ja? Ach so, jetzt haben wir nämlich genau das Problem, was ich wollte, was ich vorhin eigentlich einstellen wollte. Ja. Wenn du die Hände nicht voll machen kannst, überspringst. Ich sag mal. Klar, er soll ja den ganzen Kreislauf machen, bis die Hände voll sind. Ja, okay. Es ist mein Fehler gewesen. Ich gebe es ja zu. Ich sage ja, es ist früher morgen. So, also gehst hier hin, nimmst die Beere raus. Schmeißt es da rein. So. Bewegen zum Stauraum, genau. Bis die Hände voll sind. Bewegen zum Dings. Bis die Hände wieder leer sind. So. Und das machst du unendlich. Kann ich das? Bis das voll ist. So. Und go girl. Go girl. So, dann wollte ich auch dem Buschklopfer sagen, dass er das bitte nur so lange macht, bitte, bis die Truhe voll ist. Die Truhe vergrößern wir demnächst. Ja, der Rest ist egal, der Rest wird eben von sich aus blockiert. Okay, dann haben wir jetzt hier zumindest langsam aber sicher eine funktionierende, hoffentlich funktionierende funktionierenden Bärengarten. Ich würde hier jetzt noch einen Zaun drum bauen und so, aber das können wir dann, das werde ich dann auch off-camera machen. Jetzt haben wir schon wieder leicht überzogen, aber ich hoffe, es ist in Ordnung für euch, wie immer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war jetzt ein bisschen kleinteilig, ein bisschen viel rumüberlegen und rumfuchsen und vor allem dann aber auch Standard-Skripte ausführen lassen. Jetzt haben wir allerdings erst einmal unsere Bürger, die jetzt langsam ihre Bären bekommen. Das heißt, wir sammeln hier oben auch Gunst und können mit Gunst dann eben offensichtlich auch Gebäude wieder reparieren. Wie das funktioniert, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich hoffe, ihr seid dann auch dabei und bis dahin bleibt gesund, passt auf euch auf, vergesst nicht zu trinken und schaut euch vielleicht auch eins der anderen Videos an, die ich euch hier in der Endcard verlinkt habe. Bis dahin, ciao!